Geh nicht davon. Also wenn keiner die Lösung hat, ruft keiner an. Kannst auch. Herzlich willkommen. Hier ist die Sandra. Wer ist am Telefon? Guten Abend. Regina hier. Guten Abend, Regina. Schön, dass Sie dabei sind. Warum sind Sie denn noch wach? Ach, mein Gott. Ich habe noch so viel zu arbeiten. Bügeln und so. Ach Gott, um die Uhrzeit. Ja, ja. Macht das nicht Ihr Mann? Ja, wenn ich einen hätte, würde ich ihn geben. Regina, Ihre Lösung jetzt bitte. Die Fachkraft, die mir fehlt. Meine Güte. Oh, ich finde kein C. Regina? Jetzt A. Shit. Das C fehlt. Fach. Aber sonst würde Fachkraft gehen, oder? Mensch. Mist. Gibt es eigentlich Männer, die bügeln können? Hallo, ist da jemand am Telefon? Hi, ja, ja, das ist ja cool. Hier ist die Sandra. Wer spricht denn dort bitte? Das klappt ja hier Schlag auf Schlag mit 5 Leitungen. Wen darf ich begrüßen? 3, 2, 1. Keiner da. Fachkraft und Kraftfahrer kommen nicht raus. 20 Geldpakete, wenn irgendjemand jetzt dieses Wort löst und zu mir kommt. Sie brauchen natürlich nur ein Fünkchen Glück, eine dieser 5 Leitungen zu treffen. Übrigens müssen Sie... Ah, und da hat es jemand geschafft. Herzlich willkommen, hier ist die Sandra von Money Express. Wen darf ich begrüßen? Guten Abend, hier ist der Lothar. Lothar, einen wunderschönen guten Abend. Lothar, Ihre Lösung bitte. Der Kraftfahrer. Nein. Was erzähle ich eigentlich gerade eben? Also Kraftfahrer steht hier definitiv nicht und das habe ich jetzt auch mindestens 35.000 Mal gesagt. Es ist manchmal wirklich sinnvoll, auch wenn es anstrengend ist, mit Ton zu gucken. Okay, komm, jetzt noch eine ganz schnelle Runde, oder? Na also, hier ist die Sandra, wer ist am Telefon? Hallo? Hallo? 3, 2, 1. Ich hab... Hallo? Hallo. Herzlich willkommen, hier ist die Sandra von Money Express. Wer ist am Telefon? Ich bin Annemie. Annemie, Ihre Lösung bitte? Meine Lösung ist Fahrer. Busfahrer? Der Tipp war ja Bus, aber liebe Annemie... Es müssen alle Buchstaben verwendet werden. So, also jetzt, lieber, liebster Kollege, was willst du noch, ja? Ich meine, das sind jetzt doch wirklich Indizien dafür, dass dieses Spiel immens schwierig ist. Österreich. Und das klappt. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Money Express. Hier spricht die Sandra. Wen darf ich bitte begrüßen? Grüß dich, der Lois. Wie bitte? Der Lois ist da. Der Lois, Alois. Ja, hi, herzlich willkommen. Sie rufen aus Österreich an? Ja, ich rufe aus Tirol an, ja. Mai, aus dem Tirol auch noch. Das mag ich ja so gern. Ihre Lösung bitte? Kraftfahrer. Was erzähle ich denn die ganze Zeit? Nein! Und da oben haben wir auch noch so einen Tipp. Denken Sie am Bus, Buskraftfahrer. Klappt ja nicht so ganz. Was machen wir jetzt? Unwahrscheinlicher nahezu schon. Ei, da ist jemand wach. Hallo, hier ist die Sandra von Money Express. Wen darf ich begrüßen? Ja, hier ist Ingrid. Ingrid, einen wunderschönen guten Abend. Ingrid, warum sind Sie denn um 18 Minuten nach 1 noch wach? Ich habe bis jetzt gelesen und ja, das war so langweilig und jetzt habe ich Fernsehen eingeschaltet. Ich kann und kann nicht schlafen. Ich kenne das. Ingrid, es geht jetzt um 60 Geldpakete. Ihre Lösung bitte. Der Hase. Entschuldigung, welches Programm schauen Sie? Hat jetzt Hase gesagt? Das hatte ich gestern schon mal gekriegt. Da hat nicht einer glatt Leverkusen gesagt und sein Autokennzeichen hat das dann noch eine Telefontastatur eingegeben. Also liebe Zuschauer, um Himmels Gottes Willen. Das unterstelle ich der Ingrid jetzt nicht. Also man muss unter 4 Promille haben und man muss natürlich auch unser Programm schauen, um hier zu gewinnen. Hey, sag mal, was soll ich denn noch machen? Das ist ja hier wirklich heute zum Mäusemelken. Na also. Herzlich willkommen, hier ist die Sandra von Money Express. Wen darf ich bitte am Telefon begrüßen? Hallo? Sprechen Sie mit mir? 3, 2, 1.
So. Oh, sehr gut. Die Leitungen, oh mein Gott, die Leitungen schließen um 2.06 Uhr. Dann. Na also. Herzlich willkommen, hier ist die Sandra von Money Express. Wer ist am Telefon? Hallo? Sprechen Sie bitte mit mir. Sprechen Sie mit mir. Wir haben neue Leitungen. 3, 2, 1, okay, keiner da. Ich sag Ihnen nochmal, welche Leitungen. Schauen Sie genau hin. Ja, ich finde einfach, ja, es war geplant, dass wir schon seit langem andere Spiele spielen. Wenn keiner löst, können wir auch die Spiele nicht beginnen. Jetzt also, oh Mann, meine Rettung. Herzlich willkommen, hier ist die Sandra. Wer ist bitte am Telefon? Hallo, hier ist der Marc. Oh, bist du ein bisschen erkältet vielleicht, Marc? Ja, ich liege im Bett. Hast du schon geschlafen? Ja, ich habe gerade angemacht. Na, dann musst du die Lösung haben. Deine Lösung bitte. Kraftfahrer. Kann mir irgendjemand jetzt bitte einen Schnaps bringen? Marc, das tut mir wahnsinnig leid. Ich nehme es dir nicht mehr übel. Du hast ja gerade erst den Fernseher angemacht. Kraftfahrer. Herzlein. Hallo, hier ist die Sandra. Wer ist denn da am Telefon? Hallo, ich bin's. Sagen Sie mal, jetzt sollten Sie mit mir sprechen. Es geht um 6.066 Euro. Da würde ich jetzt keine Scherze machen, ne? Hallo. 3, 2, 1. Ich muss sie rauszählen. So, was machen wir jetzt? Herzlich willkommen. Na, also, da hat es dann doch jemand geschafft. Wer ist am Telefon? Hallo? Hallo? Sprechen Sie bitte mit mir. 3, 2, 1, okay, ganz schnell eine neue Uhr bitte. Oh Mann. Hallo, hier ist die Sandra von Money Express. Wen darf ich begrüßen? Mike aus Flensburg. Mike. Hm? Ihre Lösung bitte. Fahrkarte. Mike, Sie haben recht und 6.666 Euro gewonnen, Mike. Was Danke, machen Sie mit super. Dem Geld? Das ist das heute Nachmittag übrigens auf Ihrem Bankkonto. Cool, oder? Das ist cool, ja. Mike, Danke. Bitte jetzt am Telefon bleiben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Liebe Zuschauer, ich sage danke fürs Zuschauen und fürs Mitspielen. Wenn Sie möchten, sehen wir uns morgen Abend wieder ab 0 Uhr hier auf Viva und Comedy Central. Ich darf Sie jetzt in die Nacht entlassen. Ich wünsche Ihnen wirklich wunderschöne Träume und schlafen Sie gut. Einen wunderschönen Montag noch. Tschüss, bis morgen Abend, Ihre Sandra Arad.